Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich heiße euch herzlich willkommen zum Gear-Check des Schlagabtauschs, dem Podcast der Drums & Percussion und von Sticks, powered by Drums & Percussion. Los geht's! In Folge 44 Schlagabtauschs geht es um leise Becken. Becken schlichtweg gedacht für Konstellationen, in denen man nicht besonders laut sein darf oder man nicht laut sein möchte. Viele Cymbal Maker haben mittlerweile solche Becken in ihrem Portfolio, um ihre Produktpalette um Becken zu erweitern, die sich für solche Situationen eignen. Beispielsweise zum Üben zu Hause, um nicht die Nachbarn oder gar die eigene Familie zu nerven, für Gigs mit schwierigen akustischen Bedingungen oder zum Unterrichten. Ich habe von der türkischen Beckenschmiede Istanbul Mehmet 4 Becken aus der handgemalten X-Ray Silence Serie zugeschickt bekommen. Ein 20 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Ride. Ein paar 14 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Hi-Hats, ein 16 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Crash und ein 10 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Splash. Alle Cymbals haben eine Medium-Stärke mit einem Regular Finish, sie sind aus hochwertiger B20-Bronze hergestellt und werden in der Türkei gefertigt. Bedingt durch die Vielzahl von ca. 2 mm kleinen Löchern sind die X-Ray Silence Cymbals deutlich leiser als herkömmliche Becken. Istanbul Mehmet verspricht für alle Becken aus der X-Ray Silence Serie eine Lautstärke-Reduktion gegenüber regulären Cymbals von bis zu 80%. Und das ist schon ein ordentlicher Batzen. Die X-Ray Silence Cymbals sind so konstruiert, dass sie trotz der vielen Löcher ein authentisches Spielgefühl vermitteln sollen. Dafür sorgen der breite Rand an der Glocke und am äußeren Rand der Becken, welche frei von Löchern gehalten wurde, um einen authentischen Anschlag und ein authentisches Spielgefühl wie bei ihren ungebohrten Pendants zu gewährleisten. Lasst uns die Becken mal einzeln anhören. Beginnen wir mit dem 14 Zoll Paar Istanbul Mehmet X-Ray Silence Hi-Hats. Das 16 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Crash Cymbal. Das 20 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Ride. Was ich sehr süß finde, ist das 10 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Splash, eine witzige Idee, um das leise Becken-Setup zu erweitern. Musik.
Man merkt schon deutlich, dass die Becken der X-Ray Science Serie um einiges leiser sind als ihre normalen Kollegen. Sie reagieren schnell, wenn man sie anschlägt, und sie haben trotz der reduzierten Lautstärke eine angenehme dynamische Bandbreite, und gerade das Riot und die Hi-Hat haben einen definierten Anschlag. Das Spielgefühl unterscheidet sich nicht merklich von dem auf umgebohrten Becken. Die Verarbeitung des Cymbals lässt, wie man es von Istanbul Mehmet gewohnt ist, keine Wünsche offen. Natürlich klingen die Becken etwas anders als Becken ohne Löcher. Man kann den Sound vielleicht prinzipiell als etwas metallischer umschreiben. Wer ein solches Becken jedoch dann sein eigen nennt, der könnte auch darüber nachdenken, das Becken als Effekt in sein reguläres Setup zu übernehmen. Bleibt mir jetzt nur noch die Preise zu nennen. Das 20 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Ride hat einen Listenpreis von 509 Euro. Das 16 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Crash liegt bei 345 Euro. Die 14 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Hi-Hats kosten Liste 555 Euro. Und das 10 Zoll Istanbul Mehmet X-Ray Silence Blech 195 Euro. Wenn man die Preise hört, dann sollte man drei Dinge im Kopf haben. Erstens, es handelt sich um Listenpreise. Beim Händler eures Vertrauens wird es etwas günstiger ausfallen. Zweitens, es sind B20 Bronzebecken, also sehr hochwertige Becken. Und drittens, sie sind handgehämmert und tragen sogar die Signatur von Istanbul Mastermind Mehmet Tamgeder, was auch beweist, dass Istanbul Mehmet mit der X-Ray Science Serie nicht einen Schnellschuss machen wollte, um den Markt zu fluten, sondern dass man in diese Serie genauso viel Herzblut hineinsteckt wie in jede andere Istanbul Mehmet Serie eben auch. Solltet ihr also auf der Suche nach leisen Alternativen für eure normalen Becken sein, ein Auschecken lohnt sich auf alle Fälle. Das war der Gearcheck der Istanbul Mehmet X-Ray Silence Cymbals. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und ein Like zu hinterlassen. Schaut auch unbedingt auf sticks.de vorbei. Dort könnt ihr den Podcast Schlagabtausch direkt hören und auch die vorhergehenden Episoden finden. Und ihr findet natürlich auch vieles weitere Wissenswerte aus der Schlagzeuger- und Percussion-Szene. Bleibt gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Timo.